Mein Name ist Manuela Hauser. Ich bin zurück aufgewachsen und jetzt seit letztem Jahr im Juli bin ich hierher gezögert gegen Prix. Ja, meine Ausbildung habe ich im Aargau gemacht. Als Hundeinstruktorin, FBA-Tierbetreuerin und SGN-Ausbildnerin. Ja, in dieser Ausbildung, das heisst Hundeinstruktorin, nicht anders als man kann eben mit Hunden trainieren, also Hundetraining geben, Hundecoach. Also man kann den Leuten zeigen, wie ich mit dem Hund trainiere, was sieht der Hund uns, sodass man zu einem Ziel kommt. Hier in Gamprin bietet jetzt eben die Hunde- und Kleintierbetreuung an. Darum habe ich auch Tierbetreuung-Ausbildung gemacht, dass ich wirklich vor Ort Hundebetreuung geben kann, immer der Rudelhaltung, also mehrere Hunde, und aber auch außerhalb Spazierservice bieten kann, gerade auch für Geschäftsleute oder Leute, die die Hunde daheim haben, daheim, dass ich vorbeigehen kann mit den Hunden spazieren, dass sie nachher wirklich einen ausgeglichenen Hund haben. Dass sie aber auch soziale Verhalten fördern kann und so mit mir und mit anderen Hunden mitgehen kann. Ja, die Möglichkeiten haben die Hunde so bei mir. Und zwar, ich wohne ja in dem Haus drin, also oberhalb im obersten Stock. Und somit kann die Hunde einfach da sein wie daheim. Gell? Also sie sind nicht irgendwo eingesperrt oder so. Sie kann wirklich, wie es daheim ist, kann sie in den Zimmern, sie kann überall frei rumlaufen. Sie haben extra separate Hundezimmer, schön eingerichtet, extra für die Hunde, mit Hundesofas, Hundebettchen. Und ja, sie haben einen grossen Auslauf. Sie werden von mir sehr gut betreut, also mit Spazierservice, mit Schulung. Es ist einfach so eine Basisschulung, die einfach bei mir mit drin ist. Ja. Also die Hunde, die man draußen nicht darf, ab der Leine lassen, ist es gerade optimal, wenn man noch einen grossen Auslauf draußen hat. Dann kann sie sich frei bewegen, sie kann rumtoben und eben gerade das soziale Verhalten mit anderen Hunden, kann sie wirklich auch spielen und Kommunikation so ausnutzen und einfach spielen, toben mit Spielzeug. Ja, also mein erstes Vorgehen ist ja so, dass ich möchte, eben mit dem Kunden möchte ich einen Ersttermin haben, dass man sich kennenlernen kann. Dass man sich wirklich eine halbe Stunde Zeit nimmt, dass man miteinander reden kann, den Hund auch kennenlernen, dass man einfach so vom Gefühl her, dass man das anschauen kann. Ja, und dann nachher sehe ich, also ich stelle dann natürlich auch die Frage, ist der Hund sozial verträglich oder nicht, oder? Und auf das verlasse ich mich natürlich auch auf so eine Aussage vom Kunden. Da muss man aber nachher selber den auch austesten. Darum gibt es einfach auch so Probetag. Man kann auch einen halben Tag den Hund geben, dass man einfach einmal zuerst schauen kann, wie ist es für einen Hund, kann er sich gut einleben oder hat er wirklich ein grosses Heimweh und mag gerne mit den anderen Hunden zu tun haben. Ja, einfach so auf den Beruf gekommen bin ich nicht. Ich habe das schon immer gespürt. Schon als kleines Mädchen habe ich mich auf die Hunde gestürzt. Und mit 7 habe ich dann endlich dürfen oder habe einfach wahrscheinlich. Bin einfach mit den Hunden gegangen gelaufen, also mit den Nachbarshunden zurück. Gell. Habe ich mal dort den Hund geholt und dort habe ich den Hund geholt. Und dann habe ich vielleicht so 3 bis 5 verschiedene Hunde gehabt, wo ich dann regelmäßig, also jeden Tag, bin ich Hunde geholt. Und dann erst um die Nacht bin ich heimgekommen. Ich wusste, um 6 Uhr muss ich daheim sein, weil dann gibt es die Nacht. Und ja, irgendwann halt, es ist immer gewusst, dass ich ja, der Beruf in dem Fall eben machen will, Hundebetreuung. Und habe dann so meinen Weg fortlaufend so gestaltet und meine Ausbildung gemacht, dass ich das nachher wirklich auch zum Beruf kann, realisieren kann. Hier gehe ich in die Ferien und suche eine Hundebetreuung oder eine Kleintierbetreuung, bin ich für euch genau die richtige Ansprechperson.